15 Jahre später. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Uncharted 4. Okay, jetzt auf dem Boot. Okay, laut Signal bist du bei den Koordinaten. Eine Spur von der Beute? Nein, noch nicht. Bekommst du da oben Signale? Leider nicht. Okay, ich schwimme stromabwärts. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Alles klar. Kapitel 3. Ein Job in Malaysia. Hey, deine Flasche ist nur noch zu einem Viertel voll. Willst du hochkommen? Nein, geht schon. Kann nicht mehr weit sein. Wenn du ihn nicht bald findest, war's das. Ich finde ihn. Okay. Es wäre ganz gut, wenn ich wüsste, was ich suche. Aber ich nehme an, dass wir hier dieses komische Kreuz suchen. Die Frage ist nur, wo sollen wir suchen? Moment, hier unten ist was. Sie haben einen Schatz gefunden. Ja, geil. Sammeln Sie Schätze, Tagebuchseiten und optionale Gespräche, um irgendwas mit Boni freizuschalten. Hey, ich hab hier was. Was denn? Kein Rost, richtige Farbe. Vielleicht ist es an den Felsen zerschellt und... Hey, du nuschelst. Sorry. Sieht aus wie ein Stück unseres Wracks. Muss in der Nähe sein. Du machst mich neugierig, Drake. Aber sowas... Okay. Ah, da ist er ja. Ich hab ihn. Okay, wie sieht er aus? Mitgenommen, aber intakt. Was suchen wir denn jetzt genau? Müssen wir da irgendwie... So müssen wir da reinkommen? Ah ja, ich denke schon. Okay, dann mal los. So. Morgen, Leute. Okay, bin drin. Sieht aus, als sei der Großteil noch festgeschnallt. Mal sehen, da sind eins, zwei, drei. Nach meiner Rechnung fehlen uns zwei Kisten. Ich werde sie suchen. Warte. Komm lieber erst mal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssen in der Nähe sein. Ich schaff das. Ha, hab eine. Mist. Die Kiste steckt unter dem Anhänger fest. Hör zu. Sicher erstmal die andere Kiste, dann heben wir den Anhänger für dich an. Siehst du, deswegen bekommst du das große Geld. Ja. Aha, hab die andere Kiste. Da war's. Nur noch eine. Sichere sie im Anhänger. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich. Das Ding wird langsam schwer. Denk dran, das Einzige, was ich aus diesem Fluss bergen will, ist der Anhänger. Habe ich jetzt richtig verstanden? Ich soll hier reintun, ne? So. Wie soll ich... Achso, A drücken, ne? Achso, ich soll die... Ah, verstehe. Ich soll die da oben reintun. Ich dachte, ich soll die einfach nur hier reintun. Okay. Okay, eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Das ist schön. Ich hoffe, ich habe noch genug Luft. Und nach unten. Achso, ich soll das machen. Das meinte der mit sicher den Anhänger. Okay, ist in Position. Häng den Anhänger dran. Wir heben ihn ein Stück an. Ja, und wie? Ah, jetzt. Okay, Herr Passei. Hallo. Ich versuche es, um eine der Achsen zu schlingen. Das sollte gehen. Yep. Die Achse ist auf der anderen Seite, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja. Es wäre schön, wenn du das auch machen würdest. Hallo? Muss ich das selber drum schlingen, oder? Offenbar ja. Nein, nein, andere Richtung. Okay, also, jetzt hab ich. So eine richtig Körperarbeit gefragt. Das passt schon. Na, ich hoffe, ne? Wahrscheinlich so kurz vor knapp oder sowas. Okay, einmal hier durch. Lalala, einmal Ringelreihe. Noch
einmal durch, damit es sicher ist. So. Und das zweite. Okay, Anhänger gesichert. Los geht's. Okay. Mach Platz. Wir heben ihn an. Ich bin soweit. Und hoch damit. Hä? Ach so, um zu tauchen. Ach, ja. Okay. Reicht das? Ja, locker. Lass ihn nur nicht fallen. Wir werden sehen. Darf ich jetzt auftauchen? Ich kann keinen A mehr drücken. Schon, Nate, was machst du? Hallo, ich würde gerne auftauchen. Muss ich da jetzt mit runter oder was? Hallo, was muss ich machen? Leute. Wir haben doch jetzt alles. Ich würde gerne auftauchen. Bis dahin taucht er auf. Nate, konzentrieren. Und dann meckert er mich immer an. Ja, was soll ich jetzt machen? Es wäre ja schön, wenn wir so ein Ziel hätten oder sowas. Sollen wir nochmal da rein oder... Ach so, Moment, die Kiste, die habe ich ja total vergessen. Ah, okay. Ich habe okay, nichts gesagt. Ich habe die andere Kiste. Ich mache sie mit den anderen fest. Ich würde es machen, wenn ich wieder hochkomme. So, nein, nein, hoch, hoch, hoch. So, jetzt da rein. Immer noch hoch. Los, zack ich. Na los, komm schon. Geht doch. Oh. Fertig, die Ladung ist komplett und erfasst. Ich hab noch Sauerstoff für 5 Minuten. Oh Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. An welchen? Ach, hier unten. Okay, ich bin bereit. Hol mich heraus. Wird gemacht. Und aufwärts. Was für eine Schönheit. Wie geht's dir? Oh, besser seit ich aus dem Fluss raus bin. Ich werde wohl eine Woche nach Fisch stecken. Okay, wir kommen zu dir. Warte. Ich warte. Was geht so, Jungs? Ja, ich freue mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitteschön. Danke. Der Hang ist echt leicht. Erleichtert dir nur die Arbeit, oder? Also, was ich ja bisher mal ganz ehrlich sagen muss, was ich richtig, richtig geil an diesem Spiel bisher finde, sind diese vielen Videosequenzen, die zwischendurch kamen und dieses nahtlose Übergehen, sag ich mal, was habe ich jetzt gefunden? Untersuchen, das ist doch rechts, oder nicht? Ja, antike Spielhallenmarke. Kann ich nicht untersuchen, weil sie mir nicht angezeigt wird, okay? Ich dachte, ich könnte jetzt mit dir sprechen, aber dann halt nicht. Kein Thema. So. Wem müssen wir denn reden? Auch Computer erledigen. Reden wir später drüber. Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Hey, lass doch nächstes Mal jemand anderen. Du brauchst eine Pause. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Ja. Das dauert.
ist mit dem Job am Donnerstag? Ach Mann, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Na, dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Ja, klar. Danke. Wow. Sieh dir das an. Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Hey, Nate. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert. Wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesucht. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Hat das Suchgebiet eingegrenzt. Das wäre ein Wahnsinnsfund. So ein Scheiß. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Kapitel 4 – Ein normales Leben. Ja, das ist ja immer so eine Sache. Kann man sowas wirklich machen? Ich habe mal deinen großen Bruder bestiegen. Das hört sich irgendwie falsch an. Was hiermit? Yep, eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Was noch was? Eine spanische Dublone aus einem deutschen U-Boot. Mitten im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Sir Francis Drake opfert sich für Sully. Sieh uns nur an. War jetzt gerade etwas abgelenkt von dem Krankenwagen draußen. Lesen da. Das habe ich auf meiner alten Kamera gefunden. Ich dachte, du würdest es gerne haben. E-Punkt. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Da ist noch was. Shambhala. Fehlst mir, Kumpel.
Nate und Tenzin. Also, wir sind dann doch Nate, nicht wie ich fälschlicherweise mal, ich glaube, in der letzten Folge behauptet habe, Nathan. Aber es klingt ja ähnlich. Von daher, und ich habe es ja eh nicht so mit Namen, wenn sie neu sind und ich sie nicht 200 Mal gehört habe zwischendurch. Sir Francis und seine raffinierten Rätsel. Okay. Gut. Nein, hier ist noch was. Ah, da ist ein Kreuz. Nehmen wir aber erstmal das hier. Nein. Doch. Scheiße, ich kann es nicht nochmal nehmen. Danke für nichts, Dismas. Okay. Das war eine verrückte Nummer. Hi Nate, wie geht's? Ich habe meinen üblichen Unfug getrieben, nichts Großes, aber genug, um die Heizung am Laufen und das Weinregal gefüllt zu halten. Ich habe Wind von einer Sache bekommen, die genau das Richtige für dich sein könnte. Solltest du deine Meinung jemals ändern, wäre ich immer zu einem kleinen Ausflug bereit. Liebe Grüße von Chloe. Da ist auch noch was? Nicht mehr wirklich mein Ziel. Okay, da auch. Ja. Da kommen sie. Entdeckung. Ich bin umzingelt. Okay, worauf soll ich denn schießen? Ach so, da oben drauf. Okay. Schwarze. Nimm das. Lass dich nicht überrumpeln. Die auch? Ja. Und das ist Plastik. Okay. Hab dich. Ich muss weiter. Kann weitergehen. Ja, ist ja super getroffen. Zeig's mir. Wie ein Profi. Ich glaube, ich habe jetzt aber nichts mehr. Doch, hier ist noch was. Ist gut. So macht man das. Nein, nein, nein. Keine Munition mehr. Ja, keine Munition mehr. Wir brauchen neue. Und tschüss. Haha, ich kann's noch. Yeah. Ich habe noch keine Ahnung, was das soll. Ob das einfach nur Beschäftigungstherapie aktuell ist. Sollen wir jetzt hier noch ein bisschen Munition suchen oder so? Hey, kommst du runter zum Essen? Ja, bin gleich da. Ich habe Stimmen gehört, beziehungsweise eine. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. So, Schluss mit den Spielchen. Hallo? Gibt's hier irgendwo eine Leit... Ah! Okay, da kann ich mich nicht fallen lassen. Also, wir sind ganz offensichtlich jetzt verheiratet. Das würde zumindest erklären... Wir sind verheiratet und haben überhaupt keinen Geschmack für Ordnung. Das würde zumindest erklären, warum wir ein ganz normales Leben führen wollen. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. Schauen wir uns auch mal im Badezimmer um. Was ist der komische Kerl da hinten? Mundspülung. Okay. Aber seltsame Vorhänge hat der Kerl. Und eine uralte Waage.
Noch nicht mal eine elektronische. So was im Jahr 2022. So, so. Gucken wir uns hier erst nochmal kurz um. Da können wir sogar noch was angucken. Oh, daran arbeitest du gerade? Der ultimative Reiseführer für Bangkok. Farbige Karten, Stadtgeschichte, Rundgänge, Bus- und Zugfahrpläne, Tagesausflüge und längere Abenteuer, Hotels, Hostels, Bars, Nachtleben. Egal, ob Sie schon einmal in Bangkok waren oder ob es Ihre erste Reise in die thailändische Hauptstadt ist, dieses Buch wird Ihnen bei der Reiseplanung helfen. Von den üblichen Touristenzielen bis hin zu Abenteuern abseits des Touristenrummels. Besuchen Sie den großen Palast, den Lak Mueng-Schrein, auf der historischen Ratanakosin-Insel. Entdecken und probieren Sie die Waren des Chatuchak-Markts. Finden Sie heraus, wo man am besten etwas trinkt, ein Tuk-Tuk herbeiwinkt und anschließend übernachtet. Tuk-Tuk hört sich irgendwie komisch an. Vollgepackt mit Ortskenntnissen können Sie mit diesem Reiseführer das Beste aus Ihrer Reise machen. Yeah. So, das können wir uns nicht angucken. Scheinbar hat hier einer geheult, weil er nicht seinem Ziel hinterherlaufen konnte oder vielleicht bei seinem Ziel war. Ich weiß es ja nicht. Wow, wir müssen wirklich mal wieder Urlaub machen. Durchsuchen? Achso. Zu lange her. Das war das Erste, ne? Ja, okay, das können wir dann... Haben wir nicht besonders viele Bilder geschossen hier? Was haben wir denn hier? Noch ein Badezimmer. War das gerade ein Grafikfehler oder ist da jemand? Was ist denn das für ein geiler Grafikfehler? Okay, ich dachte gerade schon, ich bin jetzt doch im Horrorgame gelandet. Das haben wir alles. Dann gehen wir schon mal die Treppe runter. Wo unsere Frau gerade Klavier spielt. Nee, wahrscheinlich ist nur das Radio an. Warum ist das Radio an, wenn ich die Musik ausgeschaltet habe? Leute, das geht doch so nicht. Ich habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Wirklich? Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Oh, ja, na klar. Danke. Ja, Fast Food und Bier. Alles, was der Mensch braucht. Bitte. Dürfen wir das denn auch trinken? Anscheinend nicht. Wir dürfen damit nur rumlaufen, ne? Aber wir sollten doch eigentlich Essen holen und keinen trinken. Ach so. Ah. Kann einer mal das Getudel hier abstellen? Und... Hm. Fertig. Okay. Hm. Hast du es geschafft? Ja. Oh. Naja, er ist... Wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Hm. Boah, hab ich Hunger. Ja. Sieht gut aus. Also, nur mal einen Tag. Was? Hm? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Mhm. Ein typischer Tag im Paradies. Mhm. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Mhm. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben einen Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder... sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge wäre, sobald man aus dem Flieger steigt. Also habe ich kurzerhand eine Art Klagelied über eine Stadt daraus gemacht, der man von der Straße... Hey! Was? Wo bist du? Ich bin... hier und werde mit Gabeln gespickt. Ach, wirklich? Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Der hier? Mhm.
Irgendwas mit Bangkok auf jeden Fall. Die verschollene Stadt, die Bewohner von Bangkok, Flüge in Bangkok. Also sie hat irgendwas mit Smog oder sowas erwähnt, ne? Ich würde sagen Flüge. Flüge in Bangkok. Die haben einige Probleme mit dem Smog und können nicht landen. Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Hm. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, wenn es nur die Genehmigungen sind, du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht annimmst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns... darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich hab dich spielen sehen. Klar. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich? Na, was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Oh, wow, okay, Cowboy. Ach du Scheiße. So eine alte Konsole. Was ist es? Nein, es muss laden. Laden? Ja. Das dauert ganz schön lange. Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay, los geht's. Ach du Schande. Gibt's ein Problem? Nein, nur, wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste ich. Ich hab's. Okay. Lauf auf die Kamera zu. Zur Kamera laufen, geht klar. Und die Kreistaste ist dein Drehangriff. Okay, lauf vor dem Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Lauf einfach davor weg. Ich hab dem Felsblock nichts getan. Hey, spring! Spring! Schrei mich nicht an. Ich feuere dich an. Ich coache dich. Weiter so. Hallo? Der war ja wohl eindeutig drüber. Ich weiß. Wie kletter ich raus? Du bist tot. Oh, wie unrealistisch. Ich wäre rausgeklettert. Er sollte klettern lernen. Klettern hat mir immer geholfen. Aber das ist voll scheiße mit der Steuerungstaste. Och komm! Er springt nicht weit genug. Mit welcher Taste springt man weiter? Letztes Leben. Mach besser was draus. Oh, ich hab's drauf. Gut. Geht doch. Benutzt den Drehangriff. Welche Taste? Kreis, Drehangriff. Pass auf die Gruppe. Genug Bumperfrüchte. Ey, immer bei dem Gleichen. Das ist doch nicht wahr. Aber das ist so scheiße von der Perspektive her. Warum machen die das nicht nach oben? Was? Das war's? Selber schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter im Einfachmodus. Red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Ich warne dich. Jetzt, was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm her.
Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Etwa ihre Größe. Etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Wow, okay, okay, langsam, langsam. Wie? Ich dachte, du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte. Ärzte. Die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort. Du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten und das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich du wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, hey, alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, könnte oder? Könnte sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu okay. mir? Langsam. Setz dich. Erzähl mir von dir. Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss? Du hingst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Eldorado? Okay, erinnerst du dich an unsere Theorie, dass Sir Francis Drake seinen Tod vortäuschte? Ja. Okay, das hat er. Ich habe den Sarg entdeckt. Vor der Küste Panamas? Ja. Ja. Okay, und jetzt halte ich fest. Ich öffne ihn also. Echt? Keine Leiche drin. Aber der Boden ist sein altes Tagebuch. Verarschst du mich?